Morgen. So, ich habe zwar nicht unbedingt viel Zeit, aber da so viele Nachrichten kamen, warum ich denn die erste Nacht mal wieder gut schlafen konnte. Ja, gestern war ein krasser Tag. Also, kennt ihr das vielleicht, dass man sich selber eine Lüge erzählt, dass man sie irgendwann glaubt? Und das eigentlich nur, wenn man jemandem anderen nicht gefallen, das ist das Falsche. Wenn man jemandem anderen ein Kompliment machen will, das klingt total wehr, ne? An eurer Stelle würde ich es gerade nicht verstehen, was ich irgendwie erzählen will. Ja, also es war so, Bato wünscht sich ja, dass es mir gut geht. Er wünscht sich, dass ich mich durch seine Augen sehen kann und dass ich mich selber mag und dass ich Stolz empfinden kann und dass ich Komplimente annehmen kann. Und ja, das klingt blöd, aber er investiert ja auch viel Zeit in mich, also in meinen, in darin, darin mich, ja, mich durch seine Augen zu sehen. Und er macht mir Komplimente und er zeigt mir immer wieder auf, was für ein Glück ich habe und wie toll mein Leben eigentlich ist. Weil es ist so, ich habe nicht oft den richtigen Blick auf die Realität. Ich nehme dann Sachen viel stärker wahr, als sie sind. Und ich neige dazu, Dinge schlimmer zu sehen, als sie sind. Und ich mache mir selber Angst, wenn eigentlich gar kein Grund ist, Angst zu haben. Und ja, er bemüht sich dann immer wieder, mir zu sagen, was heißt bemüht sich? Ja, er sagt dann immer wieder, Jana, sieh mal von dieser Seite. Und ich habe irgendwie gemerkt, wie sehr er sich gefreut hat, wenn ich das dann auch fühlen konnte, wenn ich dann auch sehen könnte, hey, das ist großartig. Und je mehr ich gemerkt habe, wie gut es ihm tut, wenn ich mich über Dinge freue oder wenn ich ein Kompliment annehme oder wenn ich selbstbewusster bin, das war quasi so, dass all die Liebe und Zeit, die er in mich steckt, irgendwie fruchtet. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, als ob ich, ja, als ob jemand zum ersten Mal wirklich sehen kann. Und es war so, ich habe in seinen Augen und in seinem Verhalten gesehen, wie gut es ihm tat und wie sehr er sich gefreut hat und sich gedacht hat, ach endlich, endlich sieht sie es, endlich begreift sie es. Und weil er sich so gefreut hat, habe ich gedacht, okay, ich kann ihm damit gut tun, wenn ich mich freue. Und auch wenn ich das selber nicht so empfunden habe, habe ich irgendwann einfach mir selber so lange eingeredet, es muss doch, du musst es doch sehen, du musst, es muss sich doch so jetzt anfühlen. Fühl es doch einfach. Und das hat in mir unheimlich Druck aufgebaut, weil ich dann mich dazu gezwungen habe, etwas zu fühlen, was ich nicht gefühlt habe. Natürlich, wenn jemand mir ein Kompliment macht und ich dann verschämt auf den Boden gucke, ist das, mir ist der Moment unangenehm, aber demjenigen, der mir das Kompliment macht, ist es noch viel unangenehmer. Und also lächelt man und sagt, hey, danke, das ist lieb von dir. Und dann freut sich der andere, weil er sich denkt, hey, ich hab dir ein Kompliment gemacht und du freust dich. Hier freue ich mich, dass du dich freust. Genau so war das bei uns. Ich habe gemerkt, dass es ihm gut getan hat, wenn ich selbstbewusst war, wenn ich gestrahlt habe und wenn ich gesagt habe, hey, alles ist gut. Aber irgendwann habe ich es mir selber geglaubt. Und ich habe den Druck, ich habe zwar gespürt, dass in mir mehr und mehr Druck aufkommt, aber ich dachte mir, ja, vielleicht ist es einfach wieder mit dem Essen und es passiert ja in nächster Zeit so viel, du bist vielleicht einfach nur ein bisschen überfordert. Ich meine, ist ja auch mein gutes Recht, mal überfordert zu sein. Aber dann bin ich stark und dann ziehe ich das durch und dann mache ich das, habe ich mir so gedacht. Und ich habe gedacht, hey, du bist doch jetzt selbstbewusst, du bist doch jetzt, du kannst Komplimente annehmen, du bist doch irgendwie, hast doch 10 Schritte, bist du doch weiter. Und gestern war dann der Moment, wo wir, er ist ja im Moment
ja, fleißig im Studio, um für unsere Tour, die ja auch soll ein paar neue Songs geben. Und ja, ist halt Musiker und ist im Studio. Wo sind Musiker sonst? Und obwohl wir jeden Tag Kontakt haben, bestimmt eine Stunde telefoniert haben und Nachrichten geschrieben haben, habe ich so meine Fassade aufrechterhalten, ne? Und ich habe sie mir selbst geglaubt, aber er hat mir nicht geglaubt. Als wir uns dann gestern gesehen haben, hat er innerhalb von Sekunden gemerkt, dass meine Augen was anderes irgendwie ausdrücken als das, was ich sage. Und je mehr ich gesagt habe, ich bin ein großes Mädchen und es klappt schon alles und ich kriege das alles hin und alles ist super, desto mehr hat er halt gemerkt, dass das nicht stimmt. Und dann war er so enttäuscht, weil er dachte, ich hätte ihn angelogen mit dem, wie es mir geht. Aber ich habe es mir einfach selbst geglaubt. Ich wollte es so gerne, dass es so ist. Und kennt ihr den Moment, wenn das Herz zum Kopf sagt, können wir mal einen Moment nicht so stark tun? Ja, und das war gestern dann der Moment, wo er neben mir saß und wir uns erstmal gut angezickt haben, denn das mache ich in diesen Situationen, dann bin ich ungerecht und bin ich gemein, weil ich mich so in die Enge gedrückt fühle und dann fühle ich mich so ertappt, weil ich dann selber merke, das ist gar nicht mal das. Da merke ich halt, Scheiße, du machst, dass ich mir was vormache, das kenne ich ja, so bin ich. Aber dass ich ihm was vormache, das tat mir so leid, weil ich wollte ihm nie das Gefühl geben, dass ich ihm gegenüber nicht ehrlich bin, weil er ist der ehrlichste Mensch zu mir und ich will ihm nie was vormachen. Aber ich wollte einfach, dass es ihm gut geht. Ich wollte ihm mal was zurückgeben und er freut sich so, wenn ich Komplimente annehme. Er freut sich so, wenn ich Dinge mal alleine schaffe. Er freut sich, wenn ich einfach mal mich wohlfühle und glücklich bin und ihn nicht an meiner Seite brauche. Er wünscht sich, dass ich stark bin. Oder er wünscht sich, dass ich meine Stärke sehe, sagen wir es so. Und dann wollte ich ihm den Gefallen tun und habe mich bemüht. Aber so stark bin ich einfach noch nicht. Und nur weil man es übt, Komplimente anzunehmen, kann man sie noch nicht annehmen. Das ist halt schwierig. Ach Mann, ey, was für eine Heulsuse ich doch bin, so ein Scheiß. Naja, aber ich wollte ja euch einfach ehrlich sagen, warum ich die letzten Nächte echt nicht so gut geschlafen habe, weil ihr so lieb nachgefragt habt und ja, die Momente gibt es auch. Und das Schlimmste ist, wenn wir unseren Liebsten nicht ehrlich gegenüber sind. Und manchmal ist es auch okay, wenn wir einen halten, einen Schritt zurückgehen und vielleicht nicht 5 Schritte auf einmal nehmen, nur weil der andere sich dann so freut. 2 Schritte oder einer, damit kommt man noch nicht so ins Stolpern. Und irgendwann kann ich vielleicht Komplimente annehmen und irgendwann kann ich vielleicht selbstbewusst sein und irgendwann kann ich vielleicht stark sein. Aber jetzt noch nicht. Und das muss ich auch noch nicht. Ich bin doch schon 5 Schritte weiter als am Anfang, vielleicht sogar 6 oder 7. Hey, mit dem Essen klappt's. Das ist doch schon eine Riesenbaustelle weniger. Und neulich, letzte Woche, war ja ein Tag viel zu viel gegessen. Und das war genau der Moment, wo so viele schöne Sachen passiert sind. Das hat mich überfordert, das Glück. Das Glück hat mich überfordert, Glück. Ja, bescheuert, oder? Völlig bescheuert. Ich kann es nicht ertragen. Weil ich immer denke, ich habe es nicht verdient. Und ich denke immer, was die Menschen in mir sehen. Hoffentlich checken die nicht, dass ich nicht so gut bin, wie sie mich halten. Tja. So, ich wollte euch das nur kurz sagen, erzählen. Jetzt wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und mach mich mal auf in den Tag. Jetzt gehe ich unter die Dusche. Also, ich habe viel zu spät gefrühstückt, habt ihr gesehen. Und der Tag ist etwas später gestartet, aber es tat gut, durchzuschlafen. Oh Mann, wenn ihr einen Menschen in eurem Leben habt, der euch wirklich sieht,
Versteckt euch nicht. Macht sie ihnen nicht noch schwerer, als sie es eh schon haben mit uns. Ja. Ich werde mich bemühen, das nicht mehr zu tun. So. Macht's gut. Bis später vielleicht. Also was heißt vielleicht? Bestimmt. Ich glaube, ich bin im Moment die unangefochtene Insta-Story-Queen. Also, Krönchen richten, weitermachen. Und das sind wirklich die Momente. Mich fragen ganz viele, ob es mich nervt, diese Insta-Stories zu machen. Nee, gar nicht. Ich mache das total gerne. Ich denke eher, dass es euch manchmal nervt, dass es so viele sind. Aber das ist mir egal. Ihr müsst sie euch nicht angucken. Ihr könnt ruhig weiter tippen. Oder einfach gar nicht auf die Story gehen. Je nachdem, wie ihr mögt. Aber ich mache sie gerne und es macht mir Spaß. Und deswegen mache ich es einfach. Ob ihr wollt oder nicht. Ja. Okay. Tschüss, jetzt wirklich.